Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend. Israel führe einen Kampf um seine Existenz, erklärte Premierminister Netanyahu zuletzt, nachdem die Hamas am 7. Oktober das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust verübt hatte. Ist es das erklärte Ziel Israels, die Terrororganisation vollständig zu zerstören. In der vergangenen Nacht ist das israelische Militär erneut mit Panzern, wie auf diesen Bildern zu erkennen ist, im Norden des Gazastreifens gegen Infrastruktur wie Abschussrampen für Raketen der Hamas vorgegangen, wie die Armee mitteilte. Dabei ist die Solidarität für Israels Antiterrorkampf groß in der westlichen Welt und hat doch ihre Grenzen. Die geplante Bodenoffensive im Gazastreifen ist für viele EU-Länder der Schritt zu viel. Christian Feld über ein EU-Spitzentreffen in Brüssel auf der Suche nach einem gemeinsamen europäischen Weg im Nahen Osten. Sie sind nach Brüssel gekommen, um für Frieden zu demonstrieren. Diesen Exil-Iranern dürfte klar sein, dass sie hier beim EU-Gipfel nur eine kleine Nebenrolle spielen und dass die Staats- und Regierungschefs nebenan ihnen nicht zuhören werden. Dennoch sind sie da. Ich möchte meine Solidarität mit den Juden, die Opfer von den terroristischen Angriffen an dem Israel, zu zeigen. Deswegen bin ich hier. Es ist egal, aus welchem Land man kommt. Wir sind alle gleich. Und ein friedlicher Nahe Osten, ein friedlicher Iran, ein friedliches Israel oder Palästina, das bedeutet eine friedliche Welt. Die grausame Realität, sie sieht so aus. Israel heute. In dieses Haus ist eine Hamas-Rakete aus dem Gazastreifen eingeschlagen. Die Spitzen der EU suchen Worte, die ihre Haltung ausdrücken. Der niederländische Ministerpräsident zeigt, dass er an allzu filigraner Wortklauberei kein Interesse hat. Worauf wir uns jetzt konzentrieren. Ja, Israel muss sich verteidigen. Die Abschreckung muss wieder gesichert sein, aber bitte beherrscht. Keine Eskalation in der Region und Priorität Nummer eins, sicherstellen, dass humanitäre Hilfe nach Gaza kommt. Zum Beispiel hierhin, wo eine israelische Rakete eingeschlagen ist. Die Menschen in Gaza brauchen Wasser, Strom, Medikamente. Aber wie soll das funktionieren, während die Hamas Geiseln gefangen hält und weiterhin Israel angreift? Das wird eine intensive, ernsthafte Diskussion. Wir sind sehr, sehr klar für Israels Recht, sich zu verteidigen. Israel hat ein Recht, sich zu verteidigen, aber das kann keine Entschuldigung sein, Menschen vom Nötigsten zum Überleben abzuschneiden. Die Blockade von Gaza ist nicht akzeptabel. Die 27 Staats- und Regierungschefs am Gipfeltisch müssen jetzt ihre Position zu Papier bringen. Dass man dabei Israel nicht drängt oder gar belehrt, ist Deutschland, aber nicht nur Deutschland, wichtig. Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten. Und deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keinen Zweifel. Ganz anders die Meinung hier. Am Abend noch eine Demo am Gipfelgebäude. Völkermordvorwürfe gegen Israel. Drinnen einigen sich die EU-Spitzen schließlich nach gut 5 Stunden Diskussion auf einen Text. Und über die Beratung der europäischen Staats- und Regierungschefs, aber auch über die aktuellen Geschehnisse im Nahen Osten, wollen wir mit unseren Korrespondenten Markus Preiß in Brüssel und Christian Limpert in Tel Aviv sprechen. Zunächst nach Brüssel. Markus, nach langer, harter Diskussion gibt es nun also eine Einigung der EU. Wie sieht die aus? Ja, die Einigung ist ungefähr eine Seite lang, besteht aus 5 Paragraphen und das ist deswegen so viel, weil die EU natürlich erstmal alles sagt, was zu diesem Konflikt zu sagen ist. Dass der Angriff der Hamas barbarisch war, dass es nicht zulässig ist, Geiseln zu nehmen und sie als menschliche Schutzschilde einzusetzen, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, aber dass eben auch das humanitäre Völkerrecht gilt und dass sichergestellt werden soll, soweit es geht, dass es keine zivilen Opfer gibt. Und dann geht es um den Punkt, um den eben besonders lange gestritten wurde, was soll jetzt passieren? Die EU fordert einen kontinuierlichen, sicheren und ungehinderten Zugang, um Hilfe leisten zu können. Und das, so heißt es, durch humanitäre Korridore und Pausen für humanitäre Hilfe. Also das sind die Formulierungen, über die man so lange gestritten hat. Das ist das, was die EU heute Abend hier zu Papier gebracht hat.
Einige in der EU hatten aber auch einen Waffenstillstand gefordert. Weshalb ist der nicht drin? Und bei den Pausen fällt auf, die sind explizit im Plural genannt. Ja, Waffenstillstand, das war etwas, was sich Spanien und auch Irland gewünscht und auch gefordert haben, aber am Ende sich nicht durchsetzen konnten. Denn die meisten Länder sagen, das ist ein weitergehender, ein kontinuierlicher Angriff der Hamas. Es ist nicht so, dass das am 7. Oktober passiert ist und jetzt vorbei, sondern Israel werde weiter beschossen und deswegen müsse es auch das Recht haben, sich zu verteidigen. Und das sei natürlich bei einem Waffenstillstand schwierig möglich. Warum jetzt humanitäre Pausen und nicht eine Pause? Auch da will man Israel nicht zu viele Vorschriften machen, es auch nicht moralisch in Zugzwang zu stark bringen. Man ist eben sehr, sehr vorsichtig, denn wenn man eine Pause fordern würde, würde das ja bedeuten, irgendwann hört man auf zu schießen und dann stellt sich die Frage, wann fängt man denn wieder an und warum? Und indem man halt den Plural verwendet und sagt Pausen, signalisiert man, da geht es darum, kurzzeitig die Gefechte wahrscheinlich einzustellen, humanitäre Hilfe zu leisten und dann gehen eben die Gefechte auch wieder weiter. Und diese Erklärung heute Abend, wird die denn überhaupt irgendwelche konkreten Folgen haben? Ja, also es gibt Diplomaten, die sagen, es ist natürlich wichtig, sehr genau zu formulieren, weil man sonst vielleicht noch größeren Schaden in der Region anrichtet und das Ganze noch weiter aufheizt. Aber man ist schon so realistisch, dass man davon ausgeht, dass wahrscheinlich jetzt nicht die Hamas und die israelische Regierung dastehen und heute Abend genau gucken, was die EU denn beschlossen hat. Wenn man die Nuancen wahrnimmt, dann ist immer noch die weitere Frage, ob denn beide Seiten sich daran halten werden, das umsetzen werden, ob es dann zu solchen Pausen kommt. Und da sagte mir ein Diplomat vor ein paar Tagen, also die Hierarchie ist da ganz klar. Was dort derzeit passiert, das entscheidet das israelische Militär. Dann kommt ganz, ganz lange nichts. Dann gibt es vielleicht einen guten Hinweis aus den USA. Dann kommt noch mal viel länger nichts. Und dann vielleicht ein Hinweis oder ein Wunsch aus der EU. Danke nach Brüssel, Markus. Und wir schauen nach Tel Aviv zu Christian Limpert. Christian, die israelische Armee meldet weitere Vorstöße in den Gazastreifen, auch mit Panzern. Was hört man denn von der geplanten großen Offensive der Bodentruppen? Dazu gibt es nach wie vor keine Details. Was wir jetzt heute am Morgen wieder gesehen haben, ist das, was es seit dem 13. Oktober gibt, nämlich gezielte Einsätze israelischer Spezialkräfte und Soldaten im nördlichen Gazastreifen. Aus meiner Sicht, mit Blick auf eine größere Offensive, sind zwei Ebenen entscheidend. Zum einen ist da die militärische Ebene. Da hat man wohl die Vorbereitungen weitgehend abgeschlossen. Also das, was jetzt passiert, Operationen werden weiter stattfinden. Das hat auch der Verteidigungsminister noch einmal gesagt. Diese Operationen werden vorbereitend auf eine größere Offensive. Es gibt aber eben noch die zweite Ebene und das ist die der Diplomatie und der Politik. Und da passiert wohl im Hintergrund noch sehr viel. Zum einen sind da die Verhandlungen über weitere Freilassungen von Geiseln. Dann natürlich immer wieder der internationale Druck mit dem Blick auf die humanitäre Lage in Gaza. Aber auch sehr sicher der Druck der Amerikaner, die Israel eindrücklich gewarnt haben, nicht zu schnell in etwas hineinzugehen, aus dem man dann womöglicherweise nicht rauskommt. Und nach dem Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober wird in Israel immer lauter nach militärischer Verantwortung gefragt. Wie reagiert Premierminister Netanyahu auf diese zunehmende Kritik? Nun, er hat sich jetzt gestern zum ersten Mal überhaupt zu diesem Thema geäußert. Man darf nicht vergessen, Netanyahu ist immer angetreten als derjenige, der gesagt hat, er ist der Einzige, der Israel beschützen kann. Und da hat er wirklich inzwischen das Vertrauen der meisten Menschen, mit denen wir hier reden, verspielt. Er hat sich gestern zum ersten Mal geäußert, hat gesagt, ja, auch er wird Fragen beantworten, aber eben nicht jetzt. Das ist weniger als zum Beispiel Sprecher des Militärs oder der Geheimdienste gemacht haben. Die haben schon gesagt, dass sie Fehler gemacht haben, über die man wird reden müssen. Das hat er nicht getan. Und die Menschen, mit denen wir hier reden, die sagen, das geht ihm jetzt darum, um auf Zeit zu spielen. Das ist eine Taktik, die man von ihm kennt. Und tatsächlich, egal mit wem wir sprechen, durch alle politischen Lager, die sagen, sie haben kein Vertrauen mehr in seine Regierung und sie haben zunehmend den Eindruck, dass die Regierung derzeit auch völlig planlos agiert. Danke, Markus Preis und Christian Limpert, für die Informationen heute Abend nach Brüssel und Tel Aviv. Russlands Verhältnis zu Israel ist vielschichtig. Seite an Seite sah man Israels Ministerpräsident Netanyahu mit dem russischen Präsidenten Putin, wie hier bei einem Treffen im Jahr 2020. Austausch gab es immer wieder viel, denn Israel profitierte lange Zeit sicherheitspolitisch von Russland. Doch das Verhältnis hat sich deutlich eingetrübt,
Auch weil Russland nach dem 7. Oktober nicht sofort klar Position gegen die Hamas bezogen hat. Seit dem Hamas-Massaker bietet sich Russland nun immer wieder als Vermittler an, besonders wenn es um die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas geht. Doch stehen natürlich Interessen dahinter. Heute war aus dem russischen Außenministerium zu hören, dass Gespräche in Katar mit Hamas-Vertretern geführt würden und sich auch eine Hamas-Delegation in Moskau aufhielte. Dabei ging es auch um russische Staatsbürger, die sich ebenfalls unter den Geiseln befinden. Olaf Bock berichtet. Überraschungsbesuch von Vertretern der militant-islamistischen Hamas heute in Moskau. Hier in Russland sind sie nicht als terroristisch eingestuft. Gesprochen wurde unter anderem über die Freilassung weiterer Geiseln, heißt es aus dem Außenministerium. Auch ein Vertreter des Iran war heute zu Gast. Russland schaltet sich in den Nahostkonflikt ein. Beim Treffen mit verschiedenen Religionsvertretern Russlands gestern war er ohnehin das zentrale Thema. Putin gibt sich derzeit staatsmännisch und besorgt. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, das Blutvergießen und die Gewalt zu beenden. Anderenfalls ist eine weitere Eskalation der Krise mit schwerwiegenden und zerstörerischen Folgen verbunden. Die Hamas zu empfangen, für Putin offenbar kein Widerspruch. Russland wittert hier eine Chance, sein ramponiertes Image aufzubessern. Wer sind heute die Freunde des Kremls auf der Welt? Das sind Syrien, Nordkorea und Belarus. Und nun versucht man, sich hier als Friedensvermittler ins Spiel zu bringen. Putin hatte sich erst einige Tage nach dem blutigen Hamas-Terror öffentlich geäußert. Im kirgisischen Bischkek sprach er von einem Angriff von beispielloser Brutalität. Aber eine namentliche Schuldzuweisung für den Terror in Israel an die Hamas, Fehlanzeige. Stattdessen ein historischer Vergleich. Es gibt verschiedene Vorschläge für die Entwicklung der Ereignisse, einschließlich der Idee, dass militärische und nicht-militärische Maßnahmen gegen den Gazastreifen ergriffen werden könnten, so wie bei der Belagerung von Leningrad während des Zweiten Weltkrieges. Die russische Lesart, der ganze Nahostkonflikt hätte längst gelöst werden können, wenn nicht der Westen blockierte, insbesondere die USA. Der russische Außenminister fordert heute in Minsk die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen und die Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Russland sind auch gute Beziehungen zu Israel wichtig, aber ich denke, im Moment ist der Gewinn, der Russland winkt, durch eine mögliche Friedensverhandlung in Moskau mit allen Kriegsparteien so groß, dass man tatsächlich auch in Kauf nimmt, dass man eine Verschlechterung der Beziehung zu Israel hat. Aus Israel kam heute Abend scharfe Kritik am Besuch der Hamas-Vertreter, verbunden mit der Forderung, sie sofort aus Russland auszuweisen. Und dazu Olaf Bock in Moskau. Olaf, wird der Krieg in Nahost als womöglich willkommene Ablenkung vom Krieg gegen die Ukraine gesehen, was die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit angeht? Nein, offiziell würde das hier in Moskau, in Russland niemand sagen. Aber was in Expertenkreisen diskutiert wird, ist, was das für die Waffenhilfe für die Ukraine bedeutet. Denn wenn man jetzt zum Beispiel Flugzeugträger in Richtung Israel aufbrechen sieht, fragt man sich, ob die Amerikaner dann eben das alles noch leisten können, was in die Ukraine gebracht wird. Es gibt ja auch Diskussionen in konservativen Kreisen in Amerika, was die Unterstützung da angeht. Ein weiterer Punkt ist, dass es ja auch eine Bodenoffensive in der Ukraine gibt. Auch da klar könnte man unterstellen, das ist ein bisschen abgelenkt jetzt, aber sicherlich ein wichtiger Punkt bei all diesen Diskussionen im Moment ist, wenn Putin einen Verhandlungserfolg hinkriegt in dieser Situation, den Friedensprozess voranzutreiben, dann ist das ein starkes Signal für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr, was seine Wiederwahl angeht. Danke nach Moskau, Olaf Bock. Seit Wochen sehen wir im Nahen Osten viel Leid, Hass und Gewalt. Und die Gräben zwischen Palästinensern und Israelis sind sicherlich noch einmal viel tiefer geworden, als sie es ohnehin schon waren. Doch es gibt sie noch, die Geschichten, die einen Rest Hoffnung bewahren, dass es eines Tages besser werden könnte im Zusammenleben für die Menschen im Nahen Osten. Unsere Kollegin Hanna Resch erzählt uns von Jamil aus dem Westjordanland in Ramallah, der auch nach den Angriffen der Hamas und in der Kriegssituation weiterhin medizinische Hilfe in Israel erhält, auch dank engagierter Ehrenamtlicher. Westjordanland nahe Ramallah.
Es ist 4 Uhr morgens. Rawan und ihr Sohn Jamil machen sich fertig. Heute steht ein lebensrettender Eingriff für den krebskranken Jamil an. In einem Krankenhaus in Israel. Der Weg ist sehr gefährlich. Wir müssen durch den Checkpoint und das ist in der jetzigen Lage nicht leicht. In Israel, nahe Tel Aviv, macht sich auch Shelly bereit. Sie will Jamil und Rawan abholen an der Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland, um sie zu unterstützen auf dem Weg ins Krankenhaus. Auch Shelly macht sich Sorgen. Ich habe Sorge, weil sie hierher kommen, um behandelt zu werden. Aber was passiert, wenn sie ihre Behandlung heute nicht bekommen? Shelly arbeitet seit über 5 Jahren als Ehrenamtliche für die Organisation, die es palästinensischen Patienten erleichtern soll, zu ihrer medizinischen Behandlung in Israel zu kommen. Denn viele Palästinenser sind das erste Mal hier. Die medizinischen Möglichkeiten im Westjordanland reichen nämlich oft nicht aus. Doch dafür müssen es Rawan und Jamil erst einmal schaffen, nach Israel einzureisen. Der Weg zum Checkpoint war immer schon gefährlich, jetzt erst recht. Die israelischen Soldaten sind nervös, wenn palästinensische Autos auftauchen. Denn es kommt immer wieder zu Anschlägen. Mehrere Palästinenser wurden in den letzten Tagen von israelischen Soldaten erschossen, weil sie für Terroristen gehalten wurden. Plötzlich fährt ein israelisches Polizeiauto auf Rawans Auto zu. In Israel wartet Shelly immer noch auf Rawans Anruf. Für sie war es gar keine Frage, sich trotz des Terrors der Hamas weiter für hilfsbedürftige Palästinenser zu engagieren. Ich habe Kommentare abbekommen, von wegen, du solltest erstmal den Leuten aus deinem eigenen Land helfen. Alle meinen, dass die andere Seite schrecklich ist und diese Sachen machen. Deswegen ist es mir so wichtig, diese Arbeit zu machen. Im Westjordanland fordert die israelische Polizistin Jamils Familie auf, zu parken und auszusteigen. Am Ende dürfen sie weiter. Letzte Etappe. Sie müssen zu Fuß über den Checkpoint. Es ist das erste Mal, dass ich durch diesen Checkpoint gehe. Ich habe viel Angst. Vorsichtig bewegen sie sich auf den Checkpoint zu, denn die Gefahr ist groß, für Terroristen gehalten zu werden. Shelly nähert sich von der anderen Seite dem Checkpoint. Um 6 hätten Rawan und Jamil eigentlich da sein sollen. Jetzt ist es 7.38 Uhr. Dann der Anruf. Sie sind da. Rawan und Jamil wurden zwar lange am Checkpoint überprüft, haben es aber geschafft. Von Rawan fällt die Anspannung ab. Ich hatte viel Angst. Aber als ich Shelly gesehen habe, ging es mir viel besser. Jetzt sind wir in Sicherheit. Und genau darum geht es bei der Organisation Road to Recovery. Jamil kommt am Ende sicher im Krankenhaus an und kann seine Knochentransplantation bekommen. Dieses Bild gehört zum Alltag, nicht nur, aber vor allem bei Jüngeren, der Blick ununterbrochen aufs Smartphone. Doch in diesen Tagen sind darauf vermehrt verstörende Bilder zu sehen aus dem Nahen Osten. Oder Bilder, die unscheinbar daherkommen und dennoch etwas mit einem machen, Propaganda in Kriegszeiten. Wie sie damit umgehen sollen, haben viele Jüngere nicht gelernt. Welche Inhalte sie auf ihren Social-Media-Kanälen verfolgen, was in ihren Feed gespült wird. In diesen Tagen ist es besonders schwer einzuschätzen, was man da sieht. Wie gehen Jugendliche in Deutschland damit um? Dieser Frage ist Fabian Siegel nachgegangen. Die letzten Minuten vorm Training der Hockey-B-Jugend des VfB Stuttgart. Zwischen 14 und 16 sind die Jungs alle im Internet unterwegs. In ihrem Alltag war der Konflikt im Nahen Osten bislang weiter weg. In ihren sozialen Netzwerken stoßen sie plötzlich immer häufiger auf Videos zum Thema. Ich habe einmal das gesehen, ich glaube, das ist aber auch in den Nachrichten von der Dame, die auf dem Pickup transportiert wurde, schon bedrückend auch, was das für eine Situation dort sein könnte. Ich finde, man sollte sowas schon Aufmerksamkeit schenken, aber in so, auf TikTok und so kann man vielleicht auch nicht so viel glauben. Beim Hockey wissen sie genau, was sie machen müssen. Auf Social Media aber wird es gerade für Jugendliche immer schwieriger zu erkennen, was stimmt nicht und welche Absicht hinter einzelnen Posts steckt. Meistens einfach nur Bilder, wo einfach eine Israel-Flagge zum Beispiel drauf ist und dann wird halt drunter als geschrieben, ob das jetzt für Israel, für Palästina ist. Mal werden in den sozialen Netzwerken Verschwörungsmythen bedient, wie hier, US-Präsidenten als willige Gehilfen Israels.
Mal werden brutale Videos ungefiltert und ungeprüft weiterverbreitet und von jeweils einer Seite als Propaganda benutzt. Auch die Social-Media-Redaktion der Tagesschau beobachtet, dass mit Videos vor allem polarisiert wird und sich die Fronten verhärten. Das, was wir sehen, ist, dass es schon deutlich mehr Kommentare sind, dass es mehr Hasskommentare sind, dass sich der Ton verschärft hat, dass die Debatten sehr viel stärker und emotionalisierter geführt werden. Der arabisch-israelische Autor und Psychologe Ahmad Mansour sieht ebenfalls eine Zuspitzung. Die sozialen Netzwerke böten einen guten Nährboden für den längst auch digital geführten Krieg. Vor allem in Bezug auf den Nahostkonflikt beobachte ich, übrigens auch in Deutschland, auch auf Deutsch, ganz gezielte Desinformationen über den Nahostkonflikt. Das sind Propaganda-Inhalte, die vor allem Israel als bösartig darstellt und die Palästinenser als Opfer. Gerade Jugendliche seien von der Flut der Bilder überfordert. Gesellschaft und Politik böten kaum Hilfe bei der Einordnung und Analyse. Ich rede von digitaler Sozialarbeit. All das ist nicht vorhanden. Wo ist die Medienkompetenzunterricht an den Schulen? Damit die Schüler und Schülerinnen wissen, zu unterscheiden zwischen Fake News und Wahrheit. Die Stuttgarter Nachwuchshockeyspieler sagen, sie fänden Halt und Hilfe bei Eltern und Lehrern und Freunden. Viele andere Jugendliche haben diese Gemeinschaft aber nicht. Willkommen zum Nachrichtenüberblick. Was heute noch passiert ist, hat Susanne für uns. Die Steuereinnahmen werden im kommenden Jahr voraussichtlich etwas höher ausfallen als bislang erwartet. Wie Finanzminister Lindner bei der Vorstellung der Steuerschätzung bekannt gab, können Bund, Länder und Kommunen 2024 mit 1,9 Milliarden Euro mehr rechnen als noch in der Frühjahrsprognose vorhergesagt. Dennoch gäbe es nicht mehr Geld zu verteilen, so der Finanzminister. Die Steuerschätzung ist Grundlage für die abschließenden Beratungen zum Bundeshaushalt. Die Polizei hat bei Razzien gegen die rechtsextreme Musikszene den mutmaßlichen Rädelsführer einer Gruppe in Niedersachsen festgenommen. Bei den Durchsuchungen in 6 Bundesländern und auf Mallorca wurden zahlreiche CDs, Speichermedien und Unterlagen sichergestellt. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle ermittelt gegen 12 Personen wegen Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Im US-Bundesstaat Maine sind bei einem Schusswaffenangriff 18 Menschen getötet worden, 13 wurden verletzt. Gestern Abend hatte ein Mann in der Kleinstadt Lewiston an 2 Orten mit einem halbautomatischen Gewehr um sich geschossen. Es soll sich um einen Reservisten handeln, der wegen psychischer Probleme behandelt wurde. Er ist noch auf der Flucht. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy verhandelt mit der Bundesregierung über staatliche Bürgschaften zur Absicherung von Krediten für Großprojekte. Entsprechende Berichte bestätigte das Unternehmen heute. Hintergrund sind hohe Verluste der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Der Kurs der Aktie von Siemens Energy brach ein. Einzelheiten jetzt von Markus Gürne. Siemens Energy ist einer der wichtigsten Akteure beim Ausbau erneuerbarer Energien. Zwar läuft das Geschäft und auch die Auftragslage ist gut, aber neben den Verlusten im Windkraftgeschäft macht Siemens Energy die übliche Praxis zu schaffen, Garantien über zu erbringende Leistungen abzugeben. Das ist nur noch eingeschränkt möglich. Siemens Energy braucht Unterstützung. Medienberichte über Gespräche des Unternehmens mit dem Bund und mit Banken wurden mit einer Ad-hoc-Mitteilung bestätigt. Die Jahresprognose wurde zwar nicht gesenkt, aber das Windgeschäft ist nicht mal mehr ein laues Lüftchen. Aufträge und Umsatz liegen hier unter Plan. Dafür steigen die Verluste und der Geldabfluss, was eben Gespräche über Bürgschaften nötig macht. Das Volumen der benötigten Gelder ist ebenfalls hoch. In Rede stehen etwa 8 Milliarden Euro pro Jahr. Der Aktienkurs von Siemens Energy brach ein, verlor in der Spitze 40%. Am Ende des Tages steht ein Minus von 36% zu Buche. Wasser, soweit das Auge reicht. Anfang September brachte ein Sturmtief in Teilen Griechenlands enorme Mengen Regen. Der sorgte für massive Überschwemmungen. 17 Menschen kamen ums Leben. Tausende mussten evakuiert werden. Wer sich vor den Fluten retten konnte, steht seitdem vor dem Nichts. Denn seitdem das Wasser zurückgegangen ist, wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. In der betroffenen Region Thessaloniki
Thessalien in Mittelgriechenland sind viele Menschen nun Flüchtlinge im eigenen Land. Rüdiger Kronthaler ist für seinen Bericht in das besonders stark betroffene Keramidi gereist und hat sie besucht. Alexia nimmt uns mit in ihr neues Zuhause. Ihr Mann Dimitris ist auch im Container. Ein bisschen spricht er Deutsch, wie es ihm geht. Gut. Das war eher höflich als ehrlich. Dieses Flüchtlingscamp ist nun das Zuhause für 160 Menschen aus dem Überschwemmungsgebiet. Die knapp 900 Flüchtlinge, die zuvor hier untergebracht waren, sie wurden verlegt. Es gab neue Matratzen, das Ehepaar muss sich irgendwie neu einrichten und irgendwie positiv bleiben. Ja, die Hoffnung, wir müssen ja leben, es geht nicht anders. Es gibt Mäuse, Kakerlaken. Alexias Mutter Chrysanthi hat einen Container für sich. Die 77-Jährige kannte dieses Flüchtlingslager von früher, vom Vorbeifahren. Sie fand es immer abschreckend. Wie können die Menschen hier leben? Und nun leben wir hier. Unser Schicksal hat uns hierher geschickt. Schwiegersohn Dimitris Papas will uns die alte Heimat zeigen. Extremregenfälle hatten Anfang September 720 Quadratkilometer Fläche in Mittelgriechenland unter Wasser gesetzt und braunen Schlamm zurückgelassen. Dimitris stellt Markisen her, die er auch nach Deutschland verkauft. Sein Betrieb. Totalschaden. Wo sollen wir anfangen? Das alles hier muss weggeworfen werden. Maschinen, alles. Und hier die Dokumente. 4 Meter stand der Ort Keramidi unter Wasser. Als das Wasser zurückweicht, ziehen auch die staatlichen Helfer ab. Kein Zivilschutz, kein Militär hilft beim Aufräumen. Die Bewohner sind auf sich gestellt. Chrysanthi putzt wochenlang, schmeißt fast alle Möbel weg. Zurück ins Haus kann die 77-Jährige nicht, bis kein offizieller Statiker die Stabilität überprüft hat. Der kommt nicht. Sie und ihre Tochter putzen weiter und wirken müde. Wir brauchen vor allem Hände. Wie werden die Häuser wieder aufgebaut, damit die Leute zurückkehren können? In Zukunft müssen Dörfer besser vor Hochwassern geschützt oder gar umgesiedelt werden, warnen Fachleute, denn solche Extremwetter werden zunehmen. Ich glaube, niemand in Griechenland hätte jemals damit gerechnet, dass es in Griechenland Klimaflüchtlinge geben würde. Aber das ist so nah, wie es nur geht. Zurück im Camp. Manchmal, wenn Chrysanthi alleine ist, schafft sie es nicht, optimistisch zu bleiben. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass sie uns helfen werden. Sie haben schon so viel versprochen. Ihr altes Zuhause, in das sie so gerne zurückkehren möchte, geblieben nur ein paar Fotos auf dem Handy. Einen ganz besonderen Zusammenhalt gibt es in Deutschland unter Frauen im ländlichen Raum und das inzwischen seit 75 Jahren bei den Landfrauen. Klingt nach Bauernhof und altem Frauenbild, doch vieles hat sich geändert bei den mehr als 400.000 Landfrauen. In Vaihingen an der Enns in Baden-Württemberg hat sich Jenny Rieger angeschaut, wie deren Leben im Jahr 2023 aussieht und ob sie wirklich so viel Kuchen backen, wie das Klischee sagt. Zu früh gibt's nicht bei Familie Link. Mama, fliegst du mir noch Maro? 500 Gramm. Eier rühren, Zwiebeln mischen, oft schon ab 6 Uhr morgens, für den Hofladen und für die Familie. Zwiebelkuchen backen, bei Landfrauen wie Marie-Louise Link ist das Tradition. Dass sie damit ein Klischee bedient, ist ihr bewusst. Viele identifizieren die Landfrauen im Kuchenbacken, ja. Also wenn da ein Straßenfest ist, wenn irgendwas ist bei den Landfrauen, ist man immer gut aufgehoben, da gibt es immer gute Sachen. Aber es ist schon nervig, dass man eigentlich seit 75 Jahren dafür wirbt, dass wir mehr sind als praktisch das Klischee. Der Hof der Links ist ein Familienbetrieb, seit fast 600 Jahren. Rüben, Kürbisse, dazu Schweine, Hühner und der Hofladen. Geführt wurde der Linksche Hof immer von den Männern, bis heute. Der Landfrauenverband aber habe schon ihrer Mutter und Großmutter geholfen, sich zu behaupten. Ich glaube, da haben echt die Frauen Möglichkeit gesehen, dass sie mal rauskommen auch.
und man sich mit ganz und sich mit treffen. Ja und ja. mit ganz anderen Themen befasst, Gartenbauen und Küchengeräte, als die Elektrifizierung kam bei den Küchengeräten. Das war so ein Schritt Emanzipation auch für die Frau. Mit Sicherheit ja. auch. Definitiv. Mit Sicherheit klar. auch, dass sie da mit der Zeit einfach selbstbewusster wurden. Ich kann was machen ohne meinen Mann. Damals eine Revolution, heute eine Selbstverständlichkeit. Bei Links sind die Rollen dennoch klar verteilt. Der Sohn, der nach dem Tod des Vaters den Hof führt, sitzt auf dem Trecker. Mutter Marie-Louise kümmert sich um den Hofladen, ist neben dem Landfrauenverband auch in der Kommunalpolitik aktiv und vor allem das Gesicht des Betriebes nach außen. Die Frauen, die stehen am Kindergarten, die stehen vor der Schule oder im Hofladen gegenüber der Kundschaft. Und die müssen eigentlich die Interessen und auch die Dinge des Hofes vertreten. Unterschätzt man das? Ich glaube schon. Dass man manchmal denkt, ach, ja, wenn ich irgendwo angeben konnte früher, dann war ich ja nur Hausfrau. Ich habe ja nirgends hingeschrieben, ich bin Unternehmerin oder ich bin Mitunternehmerin im Betrieb. Und das heißt im Alltag auch, dass sie mitentscheidet, was den Hof angeht, in alle wichtigen Dinge eingebunden ist. Für dieses Selbstbewusstsein tritt der Landfrauenverband seit nunmehr 75 Jahren ein. Um Elektrifizierung geht es bei den Seminaren dabei längst nicht mehr, vielmehr um Instagram-Auftritte oder um Betriebswirtschaft. Treffen am Nachmittag. Ideenaustausch unter Landfrauen. Natürlich bei Kaffee und Kuchen. Sie kommt aus der IT-Branche, sie ist selbstständig und sie gerade Mutter geworden. Keine dieser Frauen lebt oder arbeitet auf einem Hof. Für mich ist der Landfrauenverein ein ganz moderner, aktueller Bildungsverein. Und es ist nicht mehr dieses eingestaubte Image, was man vielleicht hat, die Oma, die Bäuerin, die sich dann trifft mit der anderen Bäuerin. Modern oder eingestaubt? Instagram oder Kuchenbacken? Beides muss möglich sein, meint Marie-Louise Link. Denn der Alltag einer Landfrau sei so viel mehr, als es die Landlust-Hochglanzmagazine vorgaukeln. Ich meine, es ist schön hier, man möchte nichts anderes, aber man muss schon manches der Realität wieder gerade rücken. Und das ist auch meist die Aufgabe von der Frau, weil die Männer, die haben da gar keine Zeit, um sich mit sowas zu befassen. Ein Rollenbild, das vielleicht nicht für jeden passt. Aber möglicherweise ist gerade das die größte Errungenschaft des Landfrauenverbandes, dass jede Landfrau leben darf, wie sie will. Egal, ob modern oder konservativ. Und zum Schluss blicken wir noch nach Mexiko. Dort hat der Hurricane Otis im Badeort Acapulco an der Westküste des Landes schwere Schäden angerichtet. Mindestens 27 Menschen kamen dabei ums Leben. Mehrere werden noch vermisst. Der Flughafen der Stadt stellte seinen Betrieb ein, weshalb 100.000 Touristen zunächst festsaßen. Das Internet sowie das Telefonnetz brachen zusammen. Lassen wir uns das von Carsten Schwanker einordnen. Carsten, was ist das Besondere an diesem Hurricane Otis? Sehr viel, leider sehr viel. Es ist der stärkste Hurricane, der jemals von der Pazifikseite Mexiko erreicht hat. Es ist der erste Hurricane der höchsten Stufe 5, der Mexiko von der Pazifikseite erreicht hat. Und es ist der stärkste Hurricane im gesamten Nordostpazifik. Und zwar, wenn wir uns die Intensivierung, also die Erhöhung der Windgeschwindigkeit innerhalb von 12 bzw. 24 Stunden anschauen. Hier noch einmal die Satellitenbilder vom Dienstagmorgen über den Dienstag hinweg bis zum Mittwochmorgen, wo er dann ankam oder in der Nacht. Zu Mittwoch, als er hier ankam. Erst auf den letzten Bildern hat man eben dieses kleine schwarze Loch gesehen, das Auge dieses Wirbelsturms. Wir können uns das Ganze noch einmal anschauen. Dieses Satellitenbild stammt vom Dienstagmittag, 12 Uhr Ortszeit. Da war es noch kein Hurricane, sondern knapp darunter, weniger als 118 Kilometer pro Stunde. Und das bedeutet, er war klassifiziert als tropischer Sturm. Wir lassen das Ganze laufen. Und jetzt innerhalb, wir sehen jetzt nur 12 Stunden, innerhalb von 12 Stunden übersprang er sämtliche Hurricane-Stufen. Und das ist das Bild Mittwoch 0 Uhr, 12 Stunden später. Und da war es ein Hurricane der Stufe 5 mit 270 Kilometer pro Stunde. Und das dann auch noch in der Nähe einer Millionenstadt. Deshalb die Verwüstung dort so groß. Und nach wie vor dringen eben kaum Nachrichten nach außen, weil der Strom noch in weiten Teilen des Stadtgebietes weggebrochen ist. Es gibt übrigens eine aktuelle Studie in Nature
von ein paar Tagen erst alt. Und die zeigt, dass im Vergleich der Jahre 2001 bis 2020 zu 1971 bis 90 diese Intensivierung von Wirbelsturm um 28,7% zugenommen hat. Das ist das deutlichste Zeichen des Klimawandels. Jetzt müssen wir aber ganz schnell zu unserem Wetter. Und das ist herbstlich, viele Wolken, die Regen aus Südwesten bringen, in der Nacht im Südwesten, morgen tagsüber zieht der Regen unter Abschwächung in Richtung Nordosten. Die Temperaturen heute Nacht meistens 5 bis 11 Grad, tagsüber gibt es Temperaturen zwischen 9 und 16 Grad. Die weiteren Aussichten, weiterhin wechselhaftes Herbstwetter, auch am Wochenende, am Samstag noch längere trockene Abschnitte und es wird wieder wärmer, am Sonntag 12 bis örtlich 20 Grad im Süden. Carsten, danke dir für all die Informationen. Und das Tagesthemen-Team sagt Ihnen danke, dass Sie dabei waren. Hier im Ersten übernimmt jetzt Christian Ehring mit Extra 3. Und die nächste Tagesschau sehen Sie gegen 0.20 Uhr. An dieser Stelle informiert Sie morgen meine Kollegin Alina Butt. Ihr und Ihnen einen erfolgreichen Freitag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.